Dann bleibt ja für keinen was übrig bei 300 Millionen. Dann hast du wieder diesen Punkt, okay, du arbeitest für dein Geld. So, Leute, wir gehen rein in ein neues Video von Wissenswert. Und zwar schauen wir uns heute an das luxuriöse Leben des reichsten Kindes der Welt. Ich sage euch, wie es ist. Ich kann nur erwarten, dass es ein Bruch wird. Wir werden es jetzt sehen. Ich habe heute einfach ganz random ein Bild geschickt bekommen, das einfach der einjährige oder knapp über ein Jahr alte Sohn von Philipp Lein einfach von dem Vater einfach einen Rolls-Royce geschenkt bekommen hat. Seitdem weiß ich, was auf mich zukommt. Ich bin schockiert, aber gut, so ist es Leben. Wir gehen rein. Wer hat nicht als Kind schon mal davon geträumt, in absolutem Luxus zu leben und sich alle Wünsche erfüllen zu können? Für die kleine Charlotte, die wir euch heute vorstellen, ist dies jedoch nicht nur ein Traum, sondern die Realität. Denn Charlotte ist nicht nur das reichste Mädchen der Welt, sondern sogar eine echte Prinzessin. Denn na klar, sie ist die Tochter von William und Kate. In diesem Video erfahrt ihr. What the fuck? Weiß man sowas? Ich kann, also ich bin da gar nicht in diesem Game drin, deswegen weiß ich sowas nicht. Aber weiß ein Autonormalverbraucher sowas? Ich bin da richtig raus bei so Themen, ne? Hier, Königsfamilie, pli, bla, blub. Alles über ihr außergewöhnliches Leben, ihren unfassbaren Reichtum und die kuriosen Regeln, nach denen sie leben muss. Es wird wirklich beeindruckend und auch faszinierend, also bleibt dran hier Hier, bei bei Wissenswert. Wissenswert. Charlotte heißt ganz offiziell Prinzessin Charlotte Elizabeth Diana of Wales und ist die Enkeltochter von Charles III., dem aktuellen König von England und damit auch die Urenkelin der verstorbenen Queen Elizabeth. 2015 erblickte sie das Licht der Welt und ist heute 8 Jahre alt. Als Tochter von Prinz William steht sie aber trotz ihres jungen Alters aktuell schon an dritter Stelle der britischen Thronfolge. Das bedeutet, wenn ihr Vater und ihr älterer Bruder einmal sterben oder auf den Thron verzichten sollten, wird sie eines Tages die neue Königin von England. Tauchen wir also ein in das luxuriöse Leben von Prinzessin Charlotte. Denn dieses Mädchen kann sich wirklich alles leisten. Schließlich verfügt die englische Königsfamilie insgesamt über ein Vermögen von rund 26 Milliarden Euro. Digga, what the fuck? Ich finde es so bemerkenswert, wie viel Geld das einfach ist. Und jetzt mal ohne Witz, wie verdienen die denn ihr Geld? Wie verdient so ein König sein Geld? Früher war das ja, hier hat Geld eingetrieben, blablabla. Mit Steuern und so, aber jetzt ist es ja auch nicht so, oder? Die beziehen den Gehalt, keine Ahnung. Digga, ich bin da voll raus. Aber das interessiert mich. Wie verdient eine Königin, ein König Geld? Oh Mann. Zum Vergleich, würde man dieses Geld Google's mal in einer, England bitte. aufteilen, würde jeder Einzelne der etwa 56 Millionen Einwohner jeweils ca. 450 Euro bekommen. Die Königsfamilie muss außerdem keine Steuern bezahlen und bekommt zudem jährlich auch noch etwa Zuschüsse in Höhe von 300 Millionen Euro vom Staat. Okay, sie werden vom Staat bezahlt. Danke. Alter, Digga, 300 Millionen Zuschuss vom Staat. Das ist, ich sage euch, wie es ist, das Geld hätte man auch besser verwenden können. Natürlich wird das ganze Geld unter der gesamten Königsfamilie aufgeteilt, aber Oh, wie Charlotte und schade. ihre Eltern Dann bleibt ja für keinen was übrig bei 300 Millionen. haben mehr als genug davon zur Verfügung. Aber wie lebt die Prinzessin nun? Die kleine Charlotte lebt mit ihren Eltern William und Kate sowie ihrem 2 Jahre älteren Bruder Prinz George in verschiedenen Wohnsitzen, denn tatsächlich verfügt die Königsfamilie nicht nur über das berühmte Schloss Windsor, in dem Queen Elizabeth hauptsächlich residierte, sondern noch über unzählige weitere Schlösser, Häuser und Ländereien. Seit letztem Jahr ist der Hauptwohnsitz von Charlotte zum Beispiel das Adelaide Cottage in der Stadt Windsor. Zeitweise lebt die kleine Familie aber auch noch im Kensington Palace in London, wo Prinzessin Charlotte größtenteils aufwuchs. Regelmäßig verbringt Charlottes Familie aber auch einige Wochen auf ihrem Landsitz im ostenglischen Norfolk. Auch wenn sich der Name ihres Hauptwohnsitzes Digga, what the fuck?
wie riesig das Ding ist. Heilige Mutter. Windsor Castle. Junge, es ist ja geisteskrank. Alter Vater. Alter Vater. Adelaide Cottage, eher wie der Name einer bescheidenen Hütte anhören mag, gibt es hier tatsächlich aber jeglichen Luxus, den man sich als kleine Prinzessin wünschen kann. Neben großzügigen Räumen und einer märchenhaften Ausstattung. Digga, das wäre so lustig. Einfach diese Aufnahmen sind alle real von dem Haus. Die sind da einfach eingebrochen, um Videos zu machen für wissenswert, Junge. Das wäre einfach Content Creation auf einem ganz anderen Level einfach. Sind auch zahlreiche Hausangestellte vorhanden, die ihr jeden Wunsch von den Augen ablesen. Unter anderem hat Charlotte sogar eine eigene Nanny, die sich rund um die Uhr nur um sie kümmert. Und natürlich auch Spielzeug, von dem andere Kinder nur träumen können. Schon als Baby bekam Prinzessin Charlotte beispielsweise eine mit Saphiren und Diamanten besetzte Rassel aus 18. Also nimm mir es nicht übel, aber sowas finde ich so dick unnötig. Du kannst dem Kind viel schenken. Ach, sowas. Du kannst dem Kind viel schenken, was einem Freude bringt, aber ich glaube nicht mal, dass das dem Kind Freude bringt, sondern eher den Eltern. Dass sie sagen können, unsere Tochter hat so eine Rassel aus Diamanten, Junge. Und das hat deine Tochter nicht. Ja, dafür hat meine Tochter, keine Ahnung, weil wir ge viel Geld haben, eine Hüpfburg bekommen an ihrem Geburtstag. Viel geiler als so eine Drecksrassel. Das ist doch eher für die Eltern. 14-karätigem weißen Gold geschenkt, Ja, die sorry. unglaubliche 45.000 Euro wert ist. Hasch, Abseits Papa. von teurem Spielzeug und prunkvollen Wohnsitzen. Wahrscheinlich deklarieren die es doch als einfach Investment. Geldanlage. Legen ihre Eltern aber sehr großen Wert darauf, dass die kleine Prinzessin möglichst normal aufwächst. Während Ja, der ich Bruder merk's. ihres Vaters, Prinz Harry, und dessen Frau Herzogin Meghan einen sehr luxuriösen Lifestyle pflegen und immer wieder für Skandale sorgen, geben sich Charlottes Eltern nämlich betont bodenständig. Das bedeutet zum Beispiel, dass Charlotte nur eine Stunde am Tag fernsehen darf und ihre Mutter für die Kindergeburtstage von Charlotte sogar selbst das Essen zubereitet, anstatt dies einen Koch übernehmen zu lassen. Allerdings. Digga, die tun gerade so, als wäre das irgendwas Krasses. Digga, das ist halt einfach das normale Menschenleben. Was ist das denn? Das finde ich echt. Junge, das hat nichts damit zu tun, dass das positiv ist. Das hat einfach nur was damit zu tun, dass sie sich mal verhalten wie Menschen. Braucht man einen privaten Koch? Nein. Kann man sich's mal genehmigen über ein paar Monate? Ja. Kann man sich von mir aus ganze Leben, keine Ahnung. Ist ja grundsätzlich, wer bin ich, der es entscheiden darf. Aber, Digga, du kannst doch mal wohl für dein eigenes Kind kochen. Also nimm es mir nicht übel. Aber das ist, das zeugt von Schwäche. Weil irgendwas kriegt jeder hin. Auch wenn es nur Pfannkuchen sind. Unterscheidet sich Charlens Leben natürlich trotzdem stark von dem anderer Kinder, auch wenn ihre Eltern sie gerne möglichst normal aufziehen wollen. Während normale Kinder beispielsweise draußen im Park oder im Garten spielen, hat Charlotte ein riesiges Anwesen zur Verfügung, wenn sie nach draußen geht. Um das Haus herum gibt es nämlich unglaubliche 265 Hektar Land, die zum Privatbesitz der Königsfamilie gehören. Das ist eine Fläche, die umgerechnet über 370 Fußballfeldern entspricht. Und tatsächlich liebt Prinzessin Charlotte es, draußen zu sein. Sie ist nämlich sehr naturverbunden. Aber jetzt einfach gefühlt jeden Tag an einem neuen Platz auf ihrem Grundstück sein kann, einfach. Junge, die kann ganz Abenteuer auf diesem Platz haben. Und genießt es, in ihrer Freizeit auf dem riesigen Grundstück umherzulaufen und zu spielen. Zu ihren liebsten Hobbys gehört außerdem das Reiten. Tatsächlich kann Er ihre kostet ja ganze nichts. Familie reiten, weil dies die englischen Royals in ihrer Erziehung traditionell beigebracht bekommen. Daher bekommt auch Charlotte schon von klein auf Reitstunden. Wie ihr sicher wisst, ist Reiten aber ein teures Hobby. So teuer wie bei Charlotte dürfte es aber bei den wenigsten sein.
Denn natürlich hat die Prinzessin nicht nur eine Reitbeteiligung, sondern auf dem Grundstück der Familie gibt es einen eigenen Pferdestall mit Angestellten. Zu ihrem 7. Geburtstag schenken ihr ihre Eltern dann auch ein eigenes Pferd, mit dem sie seitdem natürlich gerne auf dem Anwesen ihrer Familie ausreitet. Während Charlotte schon durch ihr eigenes Pferd den Traum vieler kleiner Mädchen Junge. Lebt, hat sie noch einen... Das ist geistkrank. Ich bin aber auch einer, der diesen ganzen Hype um Pferde nicht versteht, so. Und er findet einfach, das ist eine teure Geldverschwendung. Sorry. Dass du einem kleinen Kind ein Pferd schenkst. Was? So Sachen verstehe ich nicht. Irgendwo denke ich mir, okay, klar, die hat theoretisch schon ausgesorgt, weil die irgendwann mal Königin wird. Oder zumindest halt einfach in dieser Familie ist, wird nie wirklich krass Geldprobleme haben. Aber dieses Kind wird so maximal unglücklich sein, wenn es einfach mal merkt, so, ey, Geld ist nicht alles. Und du musst dir halt auch mal irgendwas. Das ist halt dieser Punkt, der mich absolut triggern würde. Dieser Punkt, ich. Einfach so, du musst dir nichts erarbeiten. Dicker, wie langweilig ist denn dein Leben? Wie kannst du denn einmal selbst stolz auf dich sein, wenn du nichts selber erarbeiten musstest? Aber da kann das Kind ja nichts dafür. Da kann ja effektiv das Kind nichts dafür. Also nicht 100%. Wenn es erwachsen ist, dann gibt es dann noch andere Entscheidungskräfte. Und das ist halt wirklich... unangenehm. Weiteren großen Luxus in ihrem Leben, um den sie Gleichaltrige beneiden dürften. Denn wie es sich für eine echte Prinzessin gehört, hat Charlotte einen riesigen Kleiderschrank mit den exklusivsten und schönsten Kleidungsstücken für jeden Anlass. Ein einzelnes Kleid kostet dabei schnell mal 600 Euro oder mehr. Dabei muss man natürlich auch bedenken, dass Charlotte aktuell erst 8 Jahre alt ist und ihre Ausgaben für Kleider in den nächsten Jahren noch stark steigen werden. Ihre Mutter Kate gibt zum Beispiel rund 160.000 Euro im Jahr nur für ihre Kleidung aus. Laut Umfragen in England orientieren sich andere Mädchen übrigens stark am Kleidungsstil der Prinzessin und wollen am liebsten die Kleider tragen, die sie hat. Oder zumindest ähnliche. Davon profitieren Boutiquen tatsächlich so sehr, dass es sogar einen sogenannten Prinzessin-Charlotte-Effekt in England gibt, weil Eltern für ihre Töchter Charlottes Outfits nachkaufen. Alter, einfach Influencer durch und durch, sage ich euch. Einfach Instagram-Account und gut ist, da wird Patte verdient. Und dann hast du wieder diesen Punkt, okay, du arbeitest für dein Geld. Also, mehr oder weniger. Vereinfacht. Was sich erstmal kurios anhört, ist übrigens ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Wenn es weiterhin so läuft, wird geschätzt, dass der Prinzessin-Charlotte-Effekt Modehändlern im Laufe von Charlottes Leben unfassbare 3,5 Milliarden Euro an Umsatz bringen wird. Dieser ganze Luxus bedeutet allerdings nicht, dass Prinzessin Charlotte ihren Reichtum einfach den ganzen Tag nur genießen kann. Ganz im Gegenteil. Denn als Mitglied der Königsfamilie hat sie schon als kleines Mädchen zahlreiche gesellschaftliche Verpflichtungen und muss sich jahrhundertealten strengen Regeln unterwerfen. Schon seit sie ein kleines Kind ist, begleitet sie ihre Eltern zu öffentlichen Auftritten. Und obwohl Charlotte erst 8 Jahre alt ist, kommt sie hierbei nicht nur mit, sondern übernimmt selbst auch schon wichtige Aufgaben. Beispielsweise interviewte sie während einer Veranstaltung den berühmten britischen Naturforscher und Dokumentarfilmer David Attenborough zum Thema Umweltschutz oder What the fuck? Was erwartet ihr denn von diesem Kind? Lass dieses Kind doch mal ein bisschen Kind sein. Sorry, Girl muss jetzt hier Interview führen. Mir tut sowas einfach jedes Mal wieder weh für dieses Kind. Tut mir einfach weh. Ich glaube, ihr könnt es believen. Ihr könnt es appreciaten, so rum. Absolvierte einen Auftritt auf dem roten Teppich eines Londoner Theaters, um Menschen für ihre wichtige Arbeit während der Pandemie zu danken. Bei solchen öffentlichen Auftritten muss Charlotte dann nicht nur top gekleidet und gestylt sein, sondern muss sich auch stets würdevoll und höflich benehmen.
Selbst die Körperhaltung ist hier vorgeschrieben und Charlotte und die anderen weiblichen Royals müssen darauf achten, dass ihr Kinn immer möglichst parallel zum Boden ist, da ein hochgehaltenes Kinn als arrogant und ein gesenktes Kinn als desinteressiert interpretiert werden könnte. Neben öffentlichen Auftritten ist aber auch, wie vermutlich für die meisten Kinder, der Besuch von Familienveranstaltungen Pflicht für Charlotte. Auch diese laufen aber keineswegs locker ab, sondern... Junge, das muss ich auch. Ich wurde nie gefragt, ob ich mit auf den Geburtstag gehen will als Kind. Mittlerweile werde ich gefragt, ja. Mittlerweile ist es soweit, aber früher am Arsch. Du gehst mit. Auch wenn du heulst. Sondern alle Teilnehmer müssen sich an strenge Regeln halten. Beispielsweise beginnt immer der König mit dem Essen und wenn dieser satt ist, dürfen alle anderen Familienmitglieder auch nichts mehr essen, selbst wenn sie noch Hunger haben. Neben diesen... What the fuck? Digga, und dann setzt du da irgendeinen König hin, der, keine Ahnung, so zwei Shrimps isst, weil er vorher bei BK war, Digga. Und dann hungerst du da rum. Was ist das? Warum denn? Familiären Verpflichtungen muss Prinzessin Charlotte natürlich aber auch zur Schule gehen. Aktuell besucht sie die Thomas Battersea School, eine Privatschule in London, die über 6.000 Euro Schulgeld pro Halbjahr kostet. Neben ihrem Vater William gingen hier auch schon andere Promis, wie zum Beispiel Cara Delevingne, als Kind zur Schule. Zusätzlich zu den normalen Schulfächern wird Charlotte hier auch in Theater und Informatik ausgebildet. Wenn Charlotte dann nach Hause kommt, geht es dort aber auch noch mit Spanischunterricht weiter, den sie von ihrer spanischen Nanny bekommt. Schließlich muss die kleine Prinzessin in ihrem späteren Leben über gute Fremdsprachenkenntnisse verfügen. Charlotte macht das alles aber scheinbar... Das finde ich aber wiederum irgendwo cool, weil einfach, wenn du viele Fremdsprachen kannst, bringt dir das enorm viel. Und... das schon einem Kind so beizulegen, okay, da hat das Kind am Anfang keinen Bock drauf, aber irgendwann wird das Kind darüber dankbar sein. Natürlich, das ist halt auch so ein bisschen, ja, zwingst du es deinem Kind auf, finde ich auch nicht 100% richtig, klar, aber ja, kannst du halt, das ist ein Zwiespalt, das ist halt schwierig, aber es, ich finde es irgendwo cool, wenn Kinder mehrsprachig aufwachsen. Scheinbar nichts aus. Sie geht gerne in die Schule, lernt fleißig und hat viele Freundinnen. Allerdings wird sie sich wahrscheinlich schon bald umgewöhnen müssen, denn ihre Mutter Kate plant Charlotte und ihren Bruder George bald auf das Marlborough College zu schicken. Ein Internat, das etwa eine Heißt es Marlborough College? Wild. Stunde von ihrem Wohnsitz entfernt liegt. Kate ist dort selbst als Kind zur Schule gegangen und verbindet wunderbare Erinnerungen mit dem Internat. Aktuell legen Kate und William noch viel Wert darauf, dass Charlotte für königliche Verhältnisse eine recht normale Kindheit verbringen kann und versuchen möglichst ihre Privatsphäre zu wahren. Allerdings ist auch klar, dass hier eine eventuelle neue Königin großgezogen wird und schon in wenigen Jahren wird sie daher noch viel mehr Aufgaben haben und man wird sie deutlich häufiger in der Öffentlichkeit sehen. Und vielleicht auch irgendwann auf dem Thron. Wenn euch dieses Video gefallen hat, solltet ihr euch auch unbedingt unser Video über einen Tag im Leben der reichsten Familie der Welt ansehen. Ansonsten vergesst nicht, wissenswert zu abonnieren und... So, sehr nice. War ein cooles Video. Ich finde, wieder nice, ich weiß, ich habe mich wieder drüber aufgeregt, ist ja oft der Fall so, aber ich finde es auch irgendwie krass, sowas zu sehen, weil ich zum Beispiel bin in so Themen halt komplett raus, ich habe da gar keinen Überblick, sind wir mal ehrlich. Check gerne wissenswert ab, Kuss geht raus.